So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christoph von der Firma Autopartner und heute sind wir dabei mit einer neuen Folge. Was haben wir denn eigentlich alles da? Das Grundproblem im Moment, oder was heißt im Moment, das hat sich jetzt seit einigen Monaten schon so eingespielt, dass es enorm wenig Autos gibt in Amerika. Wir kriegen das auch von allen anderen Händlern, mit denen wir so in Kontakt stehen, immer mit, dass der amerikanische Automarkt im Moment wirklich, wirklich dünn ist und es ist enorm schwierig, Autos mit sauberem Carfax zu finden. Deswegen ist auch unser Bestand im Moment ziemlich ausgedünnt und wir kriegen leider nicht in dem Maße oder der Menge wieder Autos rein, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Aber wir bemühen uns stets, dass trotzdem immer für euch was dabei ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch mal alles, was wir im Moment so da haben. Also, fangen wir an. Wir haben im Moment hier einen Ford Mustang Cabriolet. Neues Modell, 2018er Baujahr. 2,3 Liter EcoBoost mit Automatikgetriebe. Es ist ja immer noch so, dass es den EcoBoost als Automatik nur in Amerika gab. Den hat es ja in Deutschland offiziell nie gegeben. Deswegen haben wir die immer nur als Automatik da. Den haben wir. Dann haben wir einen Ford Explorer. Den haben wir vor einiger Zeit verkauft, haben ihn jetzt wieder in Zahlung genommen. Eine der wenigen gebrauchten Explorer, die es im Moment überhaupt in Deutschland zu kaufen gibt. Einer steht bei uns. Challenger, Mustang, Charger. Das sind alles so die Autos, die wir da haben. Auch hier ein weißer Challenger. Wir haben im Moment insgesamt noch drei weiße Challenger da. Davon ist einer der mit dem Blacktop Package. Das heißt schwarzer Heckspoiler, schwarzer Tankdeckel, schwarze Schriftzüge und andere Felgen. Das zeige ich euch hier. Der steht hier vorne. Dann haben wir was ganz Außergewöhnliches im Moment da. Und zwar haben wir einen Mercedes SL 550. Es hat ja in Deutschland nur den 500er gegeben und dann den AMG. Und für den amerikanischen Markt gab es den SL 550. Das ist der hier. Auch was Feines. Modelljahr 2009, kommt aus Florida, vom Zustand wie aus dem Ei gepellt. Ganz cleanes, schickes Auto. Auch in so einer hellen Farbkombi. Mit hellem Leder, so eine typische Florida-Farbkombination. Dann immer noch, heiß begehrt muss ich sagen, unsere Minivans. Wir haben im Moment nur zwar drei Pacificas da. Davon ein Limited, das ist dieser hier. Das ist auch der Farbton, der heißt Maximum Steel Metallic. Das ist so eine Mischung aus Blau und Grau. Also je nach Sonneneinstrahlung ist er etwas bläulicher, aber tendenziell auf den ersten Blick mehr Grau. Weil ihr habt jetzt hier einen direkten Vergleich, daneben ist ein Touring L. Das ist richtig blau. Das ist so ein richtig tiefes, starkes Blau. Und im Vergleich zu dem ist der Farbkontrast schon unterschiedlich. Dann geht es weiter. Am Ende habe ich übrigens ein mega geiles Highlight für euch. Oder eigentlich zwei mega geile Highlights. Die kommen aber am Ende. Ich habe gelogen. Ich sehe gerade, wir haben vier Pacificas. Es tut mir leid. Wir haben also zwei normale Touring L. Ein Touring L mit S-Package. Das heißt, bei dem S-Package ist alles, was normal Chrom ist. Zeige ich euch hier. Also alle Leisten, alles was hier dran Chrom ist, ist an dem Touring L mit S-Package schwarz. Also hier kein Chrom. Wir haben nämlich zwei normale Touring L, ein Touring L S-Package und einen Limited. Den haben wir hier. Und wir haben heute ganz neu auch noch einen Grand Caravan reingekriegt. Ein SXT in schwarz. Der wird aber gerade umgerüstet, deswegen steht er gar nicht draußen. Dann haben wir immer noch unseren Chevy SSR. Der steht jetzt auch schon zwei, drei Tage länger bei uns. Das ist aber nicht schlimm. Wenn man so ein außergewöhnliches Auto einkauft, weiß man immer, dass das nicht innerhalb von 24 Stunden verkauft ist. Das ist hier unser schicker, schicker SSR. Und ich habe euch ja zwei Highlights versprochen. Eins habt ihr jetzt im Hintergrund die ganze Zeit schon gesehen.
Und zwar haben wir unseren F-150 Shelby Offroad Truck endlich fertiggestellt. Ihr kennt das Vorher-Video und jetzt ist er endlich fertig. Ich zeige euch aber das ganze Auto auch noch mal in einem ausführlichen Nachher-Video, wo ich euch alles erkläre, was wir daran gemacht haben. Aber das ist erstmal der Überblick. Das ist jetzt das fertige Auto. Unfassbar brutal breit. Also der hat ein riesen heftig breites Bodykit gekriegt, Stoßstangen, also total Umbau. Aber das zeige ich euch in einem separaten Video. Und ja, das letzte Highlight zeige ich euch jetzt. Und zwar so. Ja, mir fehlen die Worte bei den Dingern. Dieser Anblick ist schon geil. Wir haben einmal F-150 Shelby Offroad Truck und einmal einen Hammer H2 6x6 mit einem Bureko-Umbau. Wenn das keine Highlights sind, weiß ich es auch nicht. Guckt euch das nächste Video an, da stelle ich euch den 6x6 vor, weil im Moment haben wir nur kranke Karren. Deswegen schaue ich das nächste Video an. Und das war's schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.